Ja, moin Leute, herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Schmiedio-Reihe vom Klotz zum Messer. Und ich glaube, der Untertitel für die heutige Folge wird sein: Retten, was zu retten ist. Denn wie ihr vermutlich beim letzten Mal schon gemerkt habt, war ich ganz schön angefressen davon, dass es dann doch etwas anders gelaufen ist, als ich mir das gedacht habe. Aber hey, was soll's, jeder Plan, naja, übersteht niemals den ersten Feindkontakt und den haben wir letzte Woche gehabt. Deswegen, so weit sind wir gekommen, nur dass ihr das nochmal vor Augen habt. Wir haben es geschafft, das Ding auszutreiben, obwohl hinten am R eine ganze Menge verloren gegangen ist, ich dann nochmal komplett neu anfangen musste. Wir da, wie gesagt, die Klingenlänge verloren haben, aber trotzdem immer noch ein kleines, vernünftiges Stückchen bei rausgekriegt haben. Was ihr vielleicht schon gemerkt habt, wenn ihr euch die Detailaufnahmen letztes Mal angeschaut habt, ist das Ding ziemlich dick immer noch. Normalerweise würde ich bei einer Monostahlklinge das Ding ungefähr auf die Hälfte davon unterschmieden. Es gibt da allerdings ein paar Probleme, warum das so ist, ein paar Gründe, warum das so ist. Und zwar, dass wir jetzt hier erstmal eine ganze Menge von wegschleifen müssen. Normalerweise mache ich das eigentlich nicht so gerne, da ich mir denke, okay, Stahl ist immer noch teuer, das war damals viel Geld. Und so möchte ich das eigentlich auch halten. Und es gibt so diesen alten kleinen Spruch, dass 5 Minuten an der Esse etwa eine halbe Stunde Schleifen ersparen. Und da ich grundsätzlich eigentlich ein fauler Mensch bin, bin ich eigentlich immer dafür, so viel wie möglich auszuarbeiten, bevor es dann an Schleifen geht. Gut, es gibt noch einen anderen Grund, warum ich das hier ziemlich dick gelassen habe und deswegen jetzt ziemlich weit runterschleifen muss. Und der hat mit dem zu tun, was wir ganz am Anfang gemacht haben, die verschiedenen Stahlsorten aufeinander zu packen. Und dafür könnt ihr euch das hier mal angucken. Wir haben ja gesagt, dass wir die Stahlschichten relativ gleichmäßig aufeinander gelegt haben, sodass sie möglichst immer noch parallel zueinander verlaufen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur die Klinge weiter ausschmieden würde, so wie ich jeden anderen Stahl ausschmieden würde, würde ich am Ende vom Schleifen nicht mehr so viel vom Muster sehen. Das heißt also, ich hätte mir die ganze Arbeit mit dem Feuerverschweißen und mit den verschiedenen Stahlsorten auch sparen können. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte natürlich, dass ich das am Ende sehe. Und dafür lasse ich das Profil am Anfang einen kleinen Ticken dicker, schleife davon dann mehr weg und sehe das dann praktisch wie so ein, ja, wie könnte man das nennen, wie so eine Risszeichnung davon, dann die verschiedenen Stahlsorten wieder auftauchen. Und deswegen der ganze Schmonk hier mit der ziemlich dicken Klinge, mit der man so natürlich noch nichts anfangen könnte. Okay, ich glaube, damit fange ich mal an und wir sehen uns gleich hier draußen wieder. Ja, schleifen, aber es fehlt natürlich noch eine Kleinigkeit. Wir müssen natürlich noch mal Schutzkleidung anlegen. Ja. Okay, bevor es ab ins Feuer geht, 3 kleine Arbeitsschritte zum Schleifen. Erster Arbeitsschritt, Übergang von R zur Klinge begradigen. Zweiter Arbeitsschritt, mit der Fächerscheibe das gröbste Material abnehmen. Dritter Arbeitsschritt, am Bandschleifer wieder ein kleines bisschen fein ausformen. Natürlich noch nicht komplett, aber zumindest so weit, dass wir das Ganze zum Normalisieren, zum Härten und dann später auch zum Anlassen weiter bearbeiten können. Auf geht's!
Okay, Schritt 2 ist abgeschlossen. Jetzt kommt Schritt 3. Wir werden jetzt dieses Stückchen hier nehmen, das Profil ein kleines bisschen bereinigen. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, wir versuchen eigentlich so viel wie möglich durchs Schmieden rauszukriegen. Aber so ein kleines bisschen Schönheitskorrekturen, die müssen natürlich auch schon mal vorher sein. Also, falls ihr das zu Hause nachmacht und es ein bisschen anders aussieht oder ein bisschen ruckeliger aussieht, meine sehen am Anfang auch nicht unbedingt perfekt aus. Auf gar keinen Fall, okay? Deswegen ruhig ein kleines bisschen Nachbearbeitung, ruhig ein kleines bisschen nachschleifen, wenn ihr mit dem allgemeinen Profil, wenn ihr meint, dass hier vielleicht beispielsweise eine Kurve zu viel ist oder da ein bisschen zu viel ist, das kann man alles bereinigen. Das ist alles nicht weiter wild. Okay. Und danach werden die Flächen dann auch noch einmal plan geschliffen, sodass wir das dann zum Härten draußen schon mal weiter vorbereiten können. Auf geht's! So, das wäre dann mal Schritt 3 abgeschlossen. Das ganze Ding ist jetzt in den Proportionen, zumindest in den Außenformen, so fertig geschliffen, wie ich das dann später auch haben möchte. Daran werde ich nicht mehr wirklich groß was verändern wollen. Aber bevor ich das jetzt ins Feuer packe zum Härten, eine kleine Zusatzinfo. Das hier ist noch nicht scharf. Das ist ungefähr so auf eine Millimeter Stärke, vielleicht einen kleinen Ticken mehr als einen Millimeter. Ich würde das nicht komplett zur Klinge ausschleifen, also nicht schon komplett scharf machen und dann in die Härtung packen. Es gibt einen ganz einfachen Grund dafür: Wenn ich das ins Feuer packe, dann oxidiert das. Das heißt, der Sauerstoff aus der Luft reagiert mit dem Stahl und das kann passieren, dass sich der Kohlenstoff daraus verflüchtigt. Das heißt also, das, was ich da eigentlich drin habe, was ich für meine Klinge als guten Stahl drin habe, würde relativ unbrauchbar werden, beziehungsweise es könnte auch sogar verbrennen. Ich glaube, wir können aber nicht von einer einfachen Verbrennung reden. Deswegen ruhig ein kleines bisschen mehr Material lassen. Das heißt zwar, dass es nachher wirklich beim Schleifen ein bisschen aufwendiger wird oder ein kleines bisschen mehr Arbeit sein wird, aber dafür können wir damit sicher gehen, dass die Klinge schön gleichmäßig hart ist, keine Dekarbonisierung drin hat und dass wir, auch wenn es sich eventuell noch einen kleinen Ticken verziehen sollte beim Härten, gibt da ein paar Schritte, die wir gehen werden, um das zu vermeiden, aber auch wenn sich da noch ein kleines bisschen verziehen sollte, haben wir dann noch genügend Material da, um eine schöne gerade Klinge zu gewährleisten. Und das ist das, was wir haben wollen. Okay. Letzte Sache noch. Normalerweise wäre das jetzt der Punkt, an dem ich dort meine Schmiedemarke reinsetzen würde. Das würde ich normalerweise eigentlich heiß machen, dann einmal reinpunzen und dann wäre Feierabend damit. Dann würde es an das Härten gehen.
Aber da ich hierbei jetzt schon so ein bisschen Probleme gehabt habe, die verschiedenen Stahlschichten, die übereinander liegen, und ich da nicht noch mehr Stress draufpacken möchte, werden wir die Schmiedemarke und vielleicht noch ein paar andere schöne kleine Sachen da später einfach reinätzen. Das Ätzverfahren werde ich dann erklären, wenn es dann soweit ist. Dazu kommen wir dann noch. Ja, ich würde sagen, jetzt kommt das ab ins Feuer. Und ich werde das erstmal erklären, bevor wir das gleich machen werden, weil das vermutlich nicht, ja, nicht so besonders doll aussehen wird am Anfang. Wir werden das erstmal normalisieren. Normalisieren heißt, wir werden das heiß machen, rausnehmen, kalt werden lassen, wieder reinlegen, heiß werden lassen, wieder rausnehmen, kalt werden lassen. Das Ganze dreimal ungefähr. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Dieses Zeug ist jetzt im Moment noch voll von Spannungen. Jedes Mal, wenn ich da mit dem Hammer draufgehauen habe, hat es Spannungspunkte gegeben. Wenn ich das jetzt einfach so auf die richtige Temperatur bringen würde und enthärten würde, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Ding sich entweder verziehen würde und oder im schlimmsten Falle brechen würde, weil wir diese Spannungspunkte drin haben. Und das ist nicht nur so bei Kompositklingen, das ist auch bei den meisten anderen Klingen aus Monostahl so. Jedes Mal, wenn ich mit dem Hammer draufhaue, gibt es einen Stresspunkt. An jedem Stresspunkt kann es tendenziell zu Rissen kommen und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen erstmal normalisieren. Durch das Erhitzen und langsame Abkühlen werden diese Stresspunkte darin entspannt. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, als würde man vielleicht von der heißen Sauna aus nicht erst gleich ins Eiswasser hüpfen, sondern erstmal so ein kleines bisschen, so ein bisschen temperieren. Und das wird dafür sorgen, dass unsere kleine Klinge hier hoffentlich nicht zerbrechen wird. Und dann werden wir sehen, ob die ganze Sache was getaugt hat, ob wir am Ende dann mit einem kleinen Messerchen bei rauskommen oder einer Menge sehr aufwendigem Schrott. Wir werden es sehen. Also, auf geht's. Sieht aber gut aus. Also, dass man keine Schatten, keine Unreinheiten. Ich denke, das wird. Dreimal sind jetzt durch. Jetzt kommt der wirklich schwierige Part.
werde die Esse gleich ausmachen, wenn das Messer auf Temperatur ist, und werde es dann hier ins Öl geben. Das Öl ist ganz einfaches Leinenöl oder Leinsamenöl. Und ist zum Härten von gerade Kohlenstoffstahl sehr viel besser geeignet als einfaches Wasser. Es kann gleich ein bisschen Flammen geben. Aber warum ich hier die Ohrhörer auch abgenommen habe, ist, dass es gleich besonders wichtig sein wird, dass es kein Pling geben wird. Denn wenn es dieses Pling gibt, also ein kleines helles Ping, dann wissen wir, die ganze Arbeit war für die Katz. Dann war es das. Dann können wir nochmal von vorne anfangen oder mal schauen, was wir daraus eventuell noch machen können. Bring das jetzt wieder auf diese Temperatur, in der der Stein nicht magnetisch mehr wird. Und werde es gleich, das ist eine wundervolle Farbe, werde es gleich ins Öl geben. Okay. Geh's gleich rüber. Warten. Ah. Halleluja. Den Göttern sei Dank. Oh. Oh, da fällt mir gerade ein Stein vom Herzen. Oh, Leute. Komm mal ran. Was wir jetzt hier sehen, ist nahezu perfekte Klingenhärtung. Hinten ein kleines bisschen weicher. Man kann das immer ganz gut daran sehen, wie sich die, wie sich das Öl, also die Flocken von Öl, die Oxidschichten vom Öl da schon wirklich absetzen. Also schon gar nicht mehr drauf kleben bleiben, wo der Stahl gut gehärtet ist. Zumindest, ich weiß nicht, ob das einen technischen Hintergrund hat, ob ich mir das vielleicht nur einbilde, aber bisher war es wirklich so, dass es jedes Mal bei mir so sehr gut funktioniert hat. Und das geht einfach so ab hier. Am Rücken einen kleinen Ticken härter dran. Aber an der Spitze, an der Klingenseite, makellos. Nicht verzogen. Kein bisschen krumm. Kein Pling. Leute. Das war's. Die Klinge ist fertig. So Leute, ihr seht hier jetzt einen sehr, sehr zufriedenen und glücklichen Schmied. Wir haben es geschafft, das Ding zu härten, ohne dass es sich auch nur ein kleines bisschen verzogen hat, ohne dass es einmal gerissen ist oder zersprungen ist oder sonst was damit passiert ist. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir das geschafft haben. Und für heute bleibt eigentlich nur noch zu tun, das hier einmal leicht abzuschleifen, einfach nur mit Sandpapier oder sonst was, sodass das blanke Metall zu sehen ist. Das dann heute Abend noch einmal in den Herd zu packen, den ganz einfachen Küchenherd bei ungefähr ja, 215, 225 Grad ungefähr. Und das so lange im Ofen zu lassen, bis es ein kleines bisschen Farbe angenommen hat. Und zwar eine ganz bestimmte Farbe, die ich da haben möchte, nämlich ein leichtes Strohgelb. Warum man das macht? Ganz einfach, das hier ist jetzt komplett gehärtet. Das heißt, es ist sehr, sehr hart, aber auch sehr, sehr spröde. Und wenn das jetzt, sagen wir mal, auf einen Stein runterfallen würde, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es zerspringen würde. Das ist jetzt glashart. Und durch das Anlassen wird ein kleines bisschen der Stahl entspannt, es wird getempert und die leichten Federqualitäten davon werden auch wieder rauskommen, vom Federstahl, den wir auch drin haben. Wenn das gelaufen ist, kann alles andere gemacht werden. Das heißt, es kann direkt an den Feinschliff gehen, es kann an die Griffwahl gehen,
Es kann an die weiteren Designelemente gehen, die wir reinfließen lassen wollen. Und das kommt alles dann das nächste Mal. Leute, ich freue mich riesig, dass es bis hierhin geklappt hat, dass ihr bis hierhin dabei gewesen seid. Und ich denke mal, wir werden demnächst dann weitermachen. Also, macht's gut und bis dann. Tschüss.